Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es sich um Taschen, um das Inventar und ein paar Einstellungen diesbezüglich drehen. Dein Inventar öffnest du zum Beispiel über die Taste I auf deiner Tastatur oder hier links oben über das Icon. Oben rechts hast du ein Optionszahnrädchen. Dort hast du 4 verschiedene Kategorien: Seltenheiten nicht anzeigen, Hervorhebungen neuer Gegenstände aus, Taschen verstecken, gemeinsame Taschen einbetten. Du möchtest zum Beispiel hier diese Balken in der Mitte weghaben, dass die Taschen schön aneinandergereiht sind, kannst du dafür Taschen verstecken anklicken. Beachte hier nur, wenn du eine unsichtbare Tasche hast, dass du dir genau merkst oder durch Gegenstände anzeigen, dir das in Erinnerung rufen lässt, wo das Anfang und wo das Ende ist. Du hast zum Beispiel mehrere Gegenstände übereinander liegen, möchtest davon aber einen Teil voneinander trennen, kannst du dies ganz einfach tun, indem du die Alt-Taste drückst, die Maus die linke und es auf einen anderen Platz ziehst und beides wieder loslässt. Jetzt kannst du einen neuen Stapel herstellen. Da kannst du eine beliebige Zahl einstellen und Annehmen klicken. Nun hast du 2 getrennte Stapel. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn du Sachen verkaufen möchtest, möchtest aber zum Beispiel 1 hier in deinem unsichtbaren Beutel lassen, damit automatisch neue Gegenstände diesbezüglich wieder draufgelegt werden. Somit könntest du jetzt einfach rechts klicken, verkaufen und könntest 10 statt den ganzen 11 verkaufen. Dasselbe Prinzip funktioniert auch mit dem Öffnen von Gegenständen, indem du nicht immer Doppeltklicks machst. Das kann extrem in den Finger gehen, wenn du über 100 Items hast. Indem du rechts klickst, alles benutzen, öffnet sich alles auf einmal. Das funktioniert auch mit den anderen. Wieder Rechtsklick, alle benutzen. Funktioniert auch mit deinen Verwertern, die du dir entweder bei einem Kaufmann kaufen kannst oder im Gemstore. Rechtsklick, alles aus der Kategorie Edel. Edel sind die blauen Objekte. Verwerten. Dann zeigt er dir das an, annehmen und zack, hat er es verwertet. Alles aus der Kategorie Meisterwerke sind die grünen und darunter verwerten, auswählen, annehmen. Das funktioniert auch mit magischem Glück. Rechtsklick, alles verbrauchen. Du möchtest zum Beispiel jetzt nicht jedes einzeln ins Materiallager legen, sondern direkt auf einen Klick kannst du hier oben rechts alle Materialienlager klicken. Somit hat er dir alles ins Materiallager gelagert, was noch nicht voll ist. Bei mir sind zum Beispiel jetzt die Seidenreste voll, heißt, das hat er einfach liegen gelassen. Kommen wir zu den Taschen. Es gibt verschiedene Taschenarten. Es gibt normale Taschen. Es gibt Taschen, die bestimmte Gegenstände und Objekte schon vorsortieren. Es gibt Taschen, die unsichtbar sind, wo deine Sachen nicht angezeigt werden, egal wo. Du kannst dir im Schwarzlöwenhandelsgeschäft Taschen kaufen. Hier im Reiter Inventar Taschen hast du eine große Auswahl an verschiedenen Taschen, von kleinen bis ganz großen. Hierbei ist es wichtig, dass du dir sicher bist, was für eine Tasche du willst, wegen der Anzahl der Plätzen, was für Eigenschaften die Taschen haben. Du kannst dir aber auch ganz einfach Taschen selbst herstellen über bestimmte Berufe. Mit deinem Schneider oder Schneiderin kannst du dir ganz einfach selbst Taschen herstellen. Die meisten entdeckst du durch das Leveln deines Berufes. Aber du kannst auch auf der Guild Wars 2 Wiki ganz einfach Taschen eingeben und bestimmte Rezepte freischalten. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier eine Baumwolltasche mit 12 Plätzen herstellen. Das Wichtige ist, zu vergleichen, was günstig ist. Die Selbstherstellung oder sie im Handelsposten zu kaufen. Du kannst dir auch unsichtbare Taschen herstellen, zum Beispiel mit einem 10er Platz oder mit einem 20er Platz. Bei der überlegenen Rune der Lagerung ist wichtig, diese bei der Meisterschneiderin, bei dem Meisterlederer oder bei dem Rüstungsschmied zu kaufen, da sie einfach viel günstiger sind. Hier hast du den direkten Vergleich. Im Handelsposten kostet sie 12 Gold und bei der Meisterschneiderin nur 10 Gold. Du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, durch Feste dir bestimmte Taschen zu kaufen. In Löwenstein, einfach von der Wegmarke westlicher Bezirk, hier in diese Höhle laufen. Dort hast du bestimmte Händler der Feste stehen, die sind jederzeit für dich zur Verfügung. Zum Beispiel kannst du dir über das Halloween-Fest durch 3 Candycorn-Kolben einen Halloween-Kanister kaufen. Nun zeige ich dir allerdings, wie du schnell und ganz günstig an einfache Taschen kommst. Hierzu musst du allerdings im WVW aktiv gewesen sein und brauchst Ehrenabzeichen. Betrete hierfür einfach eine der Welten. Nun suchst du den Ausstatterkaufmann auf. Bei ihm kannst du dir ganz günstig Taschen kaufen. 18er Plätze für 75 Ehrenabzeichen und 1,5 Gold. Aber auch 20er Taschen für 375 Ehrenabzeichen und 7 Gold. Aber er hat auch Turnister der Belagerungsmeister. Das sind zum Beispiel 18er oder 20er Taschen, die bevorzugt mit Verbrauchsgegenständen gefüllt werden und somit die anderen Taschen, zum Beispiel die Seidentasche oder die normalen Taschen des Plünderers,
erstmal nicht befüllen mit den Gegenständen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, du hattest einen kleinen Einblick und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video.